Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und es ist mal wieder Zeit für ein Albumcheck, denn ich habe Post bekommen von der Band Ad Unum Omnes aus Bochum. Black Metal machen die, und die haben mir zwei CDs geschickt. Einmal ihr aktuelles Album und einmal ihr altes Album. Das aktuelle Album heißt Shattering Bones. Hier, ihr kennt das Ganze. Bevor wir da reinhören, zeige ich euch das ganze Teil erstmal. So sieht von vorne aus. Shattering Bones. So sieht von hinten aus. Stehen die Tracks drauf. Und eine Nummer. Mit Autogrammen hier so ein bisschen. Da ist die CD. Na, die will da gerade nicht so raus. Hier ist nochmal. Upsasa. Hier ist nochmal das Logo der Band, die CD, kein Heftchen mit dabei, leider nicht, also es ist leider nicht, ist nicht dabei, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das heißt, wir können aber ganz schnell mit Song Nummer 1 anfangen, der da lautet Empty Souls, und ich würde sagen, da hören wir mal rein und ja, dann quatsche ich drüber, ihr kennt das Ganze. Ein ruhiger Anfang. Klavier. Ich nehme hier gerade meinen Kaffee, deswegen gucke ich zur Seite. Stier's. Ist das Ganze nur ein Intro oder ein Aufbau zu einem Lied? Ich spule mal ein bisschen vor. Ne. Das knallt direkt, das ballert. Ich finde es ja immer schöner, wenn ein Intro abgekoppelt ist. Aber beim Black Metal ist das echt was anderes. Ich finde, da geht das immer. Da ist das wirklich mit der Atmosphäre noch verbunden. Also für den ersten Song auf einer CD knallt gut, gefällt mir. Muss ich sagen, ist auch. Wenn ein Album so anfängt, was will man mehr? Ja, geil. Na, mach ich mal Pause. Ihr solltet auch noch eine Möglichkeit haben, das Album selber anzuhören, beziehungsweise einen Grund haben. Ja. Geil, also ich fand das Geballer, das Geschrei sehr gut. Und dann wieder zum Refrain oder zur Strophe. Dann dieses, da war wieder ein bisschen melodiöser, also nicht wirklich krass melodisch, aber man hat schon wieder was rausgehört. Der Bass im Hintergrund, düm, war geil. Hat mir sehr gut gefallen. Für den Opener, geil. Ich mag zwar lieber, wenn Intros abgekoppelt sind, gerade am Anfang einer CD, damit man, wenn man das Ding reintut, direkt auf das kommt, was man hören will, direkt Geballer oder halt auch andere Musik, aber bei Black Metal finde ich, ist das echt nochmal was anderes, weil die ja viel mit Atmosphäre arbeiten, deswegen ist das okay. Geiler Song für den Anfang, erster Song, geil, gefällt mir. Empty Souls, hören wir direkt mal in den zweiten rein, Constant Misery. Da knallt das direkt. Baller. Kann man Kopfball schütteln. Kann man, es ist aber auch moschbare Musik. Ist im Black Metal ja nicht immer so vertreten, aber das ist auch moschbare Musik. Kann man auch mal rumschubsen. Hier nochmal. Shattering Bones. Ja, hört sich auch sehr, sehr geil an. Was haltet ihr von der Band? Kannst du sie schon? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und wo ihr schon dabei seid, ne? Abo und Like nicht vergessen. Hilft mir, hilft meinem Kanal, hilft dem Support für Underground Bands. Ja,
Ja, sehr geil. Ich schwung mal ein bisschen vor. In den ruhigen Part, in den leichten Kopfschüttelpart rein. Ja, auch ein sehr geiler Song. Bisschen anders als der erste, aber nicht zu abwechslungsreich. Ich mag es ja tendenziell, wenn ein Album einen roten Faden hat, was im Black Metal ja meistens der Fall ist. Entweder das ist halt sehr atmosphärisch oder sehr Geballer oder halt dieser Mix aus der kopfschüttelbaren Musik und der leicht moschbaren Musik, weil Black Metal ist das ja noch was anderes als im Brutal Death Metal, wo man wirklich die ganze Zeit nur moschen kann. Ich höre ja auch am liebsten Black Metal, das ist Musik, wo ich am besten entspannen kann. Für manche klingt das komisch, ich kann mir sowas anhören und chill dabei die ganze Zeit. Ja, aber jetzt erstmal stelle ich euch mal die Band vor. Gibt es seit 2020 Ad Unum Omnes? Das ist ihr zweites Album. Haben ja schon da oben das da rausgebracht. Demolition Warfare von 2021. Das ist jetzt ganz neu von 2024. Erschienen ist es am 26. Januar und muss ich sagen, bis jetzt geil, das Ding kenne ich schon, da habe ich tatsächlich schon mal reingehört, zwar nur auf Spotify oder Bandcamp, das weiß ich nicht mehr, aber war mir schon ein Begriff. Die Band kommt, wie gesagt, aus Bochum hier in Nordrhein-Westfalen, da kennt man so Bands doch schon untereinander mal, aber bevor wir jetzt die einzelnen Musiker vorstellen, hören wir nochmal in das Lied Bloodlust rein oder Bloodlust und da quatsch ich auch wieder drüber zu, weil danach quatsch mir weiter. Leichter Aufbau, vielleicht geht es ja von dem anderen Lied genau in das rein, würde passen. Oh. Geil. Sehr geil, alles zusammengemischt, sehr geil abgemischt. Alles stimmt. Gitarren, Bass, Schlagzeug und der Gesang, es passt alles perfekt zusammen. Das ist ein gutes Songwriting, gut abgemischt. Gefällt mir. Oh, sehr geil. Das Lied erinnert mich so ein bisschen an so ein paar Mayhem-Sachen. Finde ich geil, ich höre ja super gerne Mayhem. Also da hatte ich gerade so ein bisschen Mayhem-Vibes mit drin. Und finde ich gut, wenn so eine Band halt nicht nur das reine Geballer, sondern auch so ein bisschen dieses dummige, dumpfe nach vorne, aber dann trotzdem wieder nicht zu dumpf, sondern wirklich dann ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist halt melodiös, aber trotzdem nach vorne und die Stimme von dem, das passt einfach. Das ist halt ein Mix, der mir richtig, richtig gut gefällt. Stell euch mal die Musiker vor, das ist der Sascha an den Vocals, das ist der David an der Gitarre, der Aram an den Drums und der Arne am Bass. Wobei ich ja hier sagen muss, ich habe keine Ahnung, inwieweit da Metal Archives stimmt, weil hier sind bloß drei Musiker zu sehen, genau wie auf der CD nur drei Musiker zu sehen sind. Und hier steht aber vier drin. Es klingt auch nach vier Musikern. Aber vielleicht hat da irgendwer das Instrument von einem anderen übernommen. Leider hat die Band wenig online, wo ich nachlesen kann, wo ich was finden kann. Deswegen muss ich mich hier auf bloß so kleine Sachen beschränken. Aber das macht nichts. Dafür hören wir jetzt einfach in das nächste Lied rein. Das nennt sich Sturmtief. Boah. Wenn ein Lied so anfängt, da kriege ich Lust,
einfach nur abzugehen. Geil. Ist jetzt schlecht vor der Kamera, vor allem im Kaffee. Hier auf dem Platz würde ich alles umreißen, aber geil. Genau so Musik klingt komisch, aber dabei kann ich auch super entspannen, einfach zurück anhören und einfach nur im Zug zum Beispiel. Ich sitze da, höre die Musik und entspanne. Die meisten Leute empfinden das ja als nicht so entspannt, aber wirklich sehr, sehr geil. Haben wir jetzt anderthalb Minuten auch wieder den Song reingehört. Die meisten Songs von denen gehen so zwischen 4,5 und 3,5 Minuten. Das ist auch ein Song dabei, der ist kürzer. Dann hatten wir eben gehört, Song Nummer 2. Der ist, also Constant Misery ist halt plus 2,51. Aber das ist der kürzeste Song auf dem Album. Das ist geil. Das muss ich sagen, ist bis jetzt, das Album ist bis jetzt durchgehend gut. Und wenn ein Album, wenn man 4 Lieder anmacht und die ersten 4 Lieder gefallen einem, dann kann die Band ja nicht so viel verkehrt gemacht haben. Gucken wir mal, ob das bei dem nächsten Lied Winter and Fall genauso ist. Auch wieder direkt rein mit Schlagzeug. Ich find's geil. Im Black Metal passt zwar auch ein atmosphärischer Aufbau bei vielen Songs, aber wenn man direkt mit Schlagzeug reingeht und Gitarren, dann ist es halt, da kommt man direkt in das Lied rein. Ich mag ja eher einfach nur ein bisschen gerade heraus, gefällt mir besser und das passt da super. Ich spule mal ein bisschen vor. Jetzt ungefähr eine Minute vorgespult. Ah, geil. Die würde ich auch mal gern live sehen. Ich meine, die kommen aus dem Pott, die kommen aus Bochum in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht spielen sie auch hier irgendwo mal. Ich hoffe, werde ich hingehen. Ich spule mal noch ein bisschen vor. Ja, wird auch ein bisschen wilder. Ja, an der Stelle mache ich da auch noch mal Pause und quatsch schon mal über das, was ansteht bei der Band. Ich habe leider nur einen Auftritt gefunden, der in der Zukunft liegt. Von denen ist wahrscheinlich eins nur geplant, da kommt aber wahrscheinlich noch mehr zu. Das ist nämlich Tanz der Teufel Volume 4 oder Volume 4. In Großschirmer, das ist im Osten, kurz vor Dresden. Also ganz grob, kurz vor Dresden. Eintritt ist frei, beginnt ab 17 Uhr, Einlass 16 Uhr. Ich nehme an, das ist ein Samstag. Das ist am 14.09. Und da spielen Granitada, Todgeweiht, Unheil, Erstarren, Ad Unum Omnes und Adalwolf. Und ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Da ist noch eine Band. Mulden Kobold spielen da auch noch. Das steht da nicht in Klarschrift. Deswegen muss ich das lesen. Weil bei allen anderen steht, ich blende den Flyer jetzt hier auch mal ein, von Tanz der Teufel. Da seht ihr das, was ich meine. Falls euch interessiert, kurz vor Dresden, wenn man von westlich aus guckt, wenn man von östlich aus guckt, natürlich kurz hinter Dresden.
Sieht nach gutem Black Metal-Geballer aus. Black Metal, Terror, Tanz der Teufel. Also, wenn ihr auf solche Musik steht, seid ihr da genau richtig. Da gibt es noch mehr solche und halt noch anderen Black Metal. Und da Black Metal eigentlich keine Tristesse ist, wundere ich mich jetzt, warum der Titel Tristesse heißt. Vielleicht handelt er von dem Thema. Das nächste Lied: Ich bin der Herr der Übergänge. Bisschen ruhiger. Es ist ein Aufbau, dann bleibt das Lied ruhig. Das ist so der Part, wo man dann vor der Bühne auch mal ein bisschen ruhiger machen kann. Wo man einen Schluck aus seinem Bier nehmen kann und dann direkt abgehen. Okay, es war der Aufbau. Sehr geil. Ich finde das Ganze sehr rhythmisch bei denen. Vom Schlagzeug her ist das wirklich. Es erinnert mich da wirklich sehr an Mayhem zum Teil. Auch mit den Gitarren. Und das finde ich. Jetzt nicht an alles. Mayhem ist ja. Aber an das, was ich halt gerne höre von denen. Sehr geil. Das Lied ist richtig böse, so vom Feeling her. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Ihr wisst, was ich meine. Ich mache an dieser Stelle auch nochmal Pause. Das Lied dauert 4 Minuten 55 und wir sind jetzt bei einer Minute 43. Ihr merkt halt, also mir geht das so. Die Zeit bei Liedern vergeht so wie im Flug. Ich hatte gerade das Gefühl, halbe Minute Song erst, weil ich da so drin bin. Ich mag die Art der Musik. Und das ist. Ich bin auch gerne auf diesen Black Metal Konzerten, die genau diese Art der Musik haben, dieses treibende, drückende, böse Geballer, aber trotzdem noch nicht dieses mega Abgehen dabei, sondern einfach nur dieses treibende, wo man einfach nur Kopf schütteln kann. Man steht da, man genießt die Musik, man hört zu, man feiert oder man zelebriert, nicht man feiert, man zelebriert. Das Konzert beim Black Metal mehr als es bei anderen Sachen ist. Bei vielen Sachen ist man ja einfach nur, yay, aber Black Metal, man genießt, man steht da, man trinkt sein Bier und oder was auch immer, seinen Kaffee. Ich bin ja jetzt tatsächlich beim Kaffee. Und das ist halt für mich so eine Art der Musik. Ich komme darauf runter, ich gehe auf die Konzerte, nicht zum Abgehen, ich gehe auf die Konzerte zum Entspannen, zum Musik hören, zum einfach nur das Konzert genießen, aufnehmen und eine gewisse Stimmung abbekommen. Ja, aber kommen wir jetzt zum Song, der dem Album seinen Namen gegeben hat: Shattering Bones. Dazu wollte ich ja nochmal das Album in die Kamera. Könnt ihr natürlich auch bei der Band käuflich erwerben, bei den Konzerten natürlich und auch online könnt ihr es bestellen. Wie gesagt, ad unum omnes, einfach mal auf der Plattform eures Vertrauens anhören oder angucken. Sind auch auf Spotify vertreten und oh, langsamer Aufbau jetzt. Also, das ist langsamer Aufbau jetzt nochmal. Schießerei. Gibt es. Hört es euch an. Supportet die Bands. Geht auf die Konzerte. Kauft Merch, kauft CDs. Na, wann fängt denn der Song an? Ich spule mal ein bisschen vor. Da jetzt sind wir bei 50 Sekunden angekommen. Yeah.
Auch sehr geil. Das ist auch dieses ganz typische Blastbeats nach vorne. Black Metal typisch Schrei dabei. Aber die Gitarren sind trotzdem noch ein bisschen verspielt dabei. Aber nicht zu sehr. Und der Mix aus dem allen. Das ist bis jetzt eins der besten neuen Black Metal Alben, die ich seit langem gehört habe. Sehr geil. Ja. Mache ich da auch mal auf Pause, weil wir müssen ja nicht alles reinhören. Wie gesagt, ihr braucht dann auch einen Grund, euch das Ding selber anzuhören, auch wenn es nur auf Spotify, Bandcamp oder sonst wo ist. Aber ihr solltet die Band selber supporten. Die Band braucht Klicks. Weil, ja, es klingt doof, ist momentan wichtig. Weil, wenn eine Band sich irgendwo bewirbt, wird nach den Online-Klicks geguckt. Da wird nach den Likes auf Instagram, nach den Likes auf Facebook. Danach wird geguckt, wenn eine Band sich irgendwo bewirbt und man kennt sie nicht. Klar, das sind die Sachen, da guckt man nach. Klar, viele kommen auch über Mundpropaganda irgendwo hin, aber tatsächlich ist es auch die Anzahl der Likes, die ist wichtig. Und da braucht die Band Klicks. Eine Band braucht Klicks, eine Band braucht Likes, gerade unbekanntere Bands, damit die irgendwo genommen werden. Klar, es ist auch wichtig, die Band durch Merch-Kauf, durch CD-Kauf zu supporten. Aber wenn eine Band keine Klicks online hat, wird eine Band auch nicht wirklich irgendwo angenommen. Es sei denn, man kennt sie halt durch Mundpropaganda oder durch einen Veranstalter, der die Band schon kennt. Aber wenn eine Band sich halt irgendwo bewirbt für einen größeren Spot oder einen Slot überhaupt auf irgendeinem Festival, ich weiß, dass da viele Veranstalter wirklich nach den Klicks, nach den Likes und nach den Followern gucken, weil die wollen ja auch Leute da haben, kann man verstehen. Der Veranstalter will ja auch ein bisschen Kohle machen, sei es auch wenn es nur durch Getränkeverkauf ist, aber der Veranstalter muss ja auch irgendwie seine Veranstaltung finanzieren. Wenn die Band halt kein Publikum zieht oder wenn die Band halt keinen hat, der sie hört, ist es doof, ne? Dann deswegen, kleine Bands brauchen immer viel Likes in den Social Medias. Ist nicht mehr so wie früher, wo eine Band einfach mal gehört wurde, neu rauskam. Mittlerweile ist es wirklich so, die Band braucht schon so eine gewisse Base, damit sie sich, eine Band braucht einen Namen. Und ja, jetzt ist Satan's Evil Hunger auch wieder so, ne? Er will was essen, er will, wie ich gerade von den Veranstaltern meinte, die brauchen die Kohle rein. Satan hat einen bösen Hunger und ja, hören wir mal rein in das Lied. Feuer, ich höre Feuer knirschen, Feuer knistern. Ein Aufbau. Ja, aber dann geil. Dabei kann ich wieder nicht entspannen, dabei will ich meinen Kopf bewegen. Sehr geil. Diese ruhigen Gitarren, aber dann dieses drückende Schlagzeug dabei und dann dieser Gesang. Alles geil. Das ist rundum ein Album, was sehr, sehr, sehr geil ist. Bis jetzt. Also, das vorletzte Song. Ja. Ich spule mal ein bisschen vor. Wahrscheinlich besten Part übersprungen oder so. Oh, geil. Ja, mache ich da auch mal auf Pause. Kommen wir gleich zum letzten Song. Aber bevor wir zu diesem Song kommen, wenn ihr auch eine Band seid da draußen und auch so einen Albumcheck von mir haben wollt, wo ich euer Album vorstelle, es nicht wissenschaftlich auseinandernehme. Ich höre da rein,
ich sag, wie es mir gefällt. Ich werde meine Gedanken dazu teilen, wie ich es finde. Dann meldet euch bei mir. Ich mache quasi für alles, was handgemachte Musik ist. Metal, Mittelalter, Rock, Folk, whatever. Meldet euch bei mir. Ich habe ja noch ein paar andere Videos, habt ihr ja hier oben im i schon aufploppen sehen. Andere Albumchecks, damit ihr mal seht, was ich alles mache so an Albumchecks. Ich, wie gesagt, ich quatsch über die Band. Sollte mehr online sein, wo ich was über die Band finden kann, werde ich natürlich auch mehr über die Band an sich reden. Nur zu Ad Unum Omnes habe ich leider nicht so viel gefunden. Und die Band hat mir auch keine Beschreibung. Beschreibung, ja. Kein Pressetext mit dazu gepackt, deswegen konnte ich nur das nehmen, was ich online finde. Leider. Wenn ihr, wie gesagt, seid auch eine Band, wollt ihr auch sowas, meldet euch bei mir. Mache ich natürlich was zu. So, kommen wir jetzt nun zum letzten Lied des Albums. Zum letzten Lied des Albums, Shattering Bones. Bis jetzt ein sehr, sehr geiles Album. Gefällt mir richtig, richtig gut. Fast perfektes Album. Hören wir mal in das letzte Lied rein, Downfall. Da finde ich es wieder schade, dass bei den letzten Liedern immer so diese ganzen langsamen Aufbauen drin war. Das Feuer, die Gewehre und jetzt halt ganz langsam Gitarren, wo ich gehe davon aus, dass es gleich krachen wird. Ja. Finde ich wieder schade, weil es hätte direkt reinkrachen sollen. Hätte ich besser gefunden. Ich persönlich. Ja, genau sowas will ich hören. Geil. Sehr, sehr geil. Aber ich würde sagen, wir spulen mal Richtung Ende, damit wir mal hören, wie das Album aufhört. Weil wie ein Album endet, ist ja ungefähr genauso wichtig, wie es anfängt. Es hört langsam auf. Ja. Ad Unum Omnes. Shattering Bones. Sehr geiles Album. Eins der besten neuen Black Metal Alben, die ich seit langem gehört habe. Vor allem von einer relativ unbekannten Band. Was heißt relativ? Von einer relativen... die Band hat sich 2020 gegründet. Haben 2021 erstes Album rausgebracht. Demolition Warfare. Hier oben seht ihr das. Werde ich auch noch ein kleines Video zu machen. Dann Shattering Bones, sehr geiles Teil, muss ich sagen. Kommt definitiv in meine Playlists rein. Seht ihr auch hier unten in der Infobox, habe ich auch ein paar Playlists mit drin. Und wenn ihr andere Albumchecks von mir sehen wollt, habt ihr hier oben im i, beziehungsweise unten in der Infobox auch noch ein paar Sachen gehabt. Und wie gesagt, wenn ihr auch eine Band seid und auch einen Albumcheck gerne hättet, meldet euch bei mir. Wie gesagt, ich nehme das Ganze nicht wissenschaftlich auseinander. Ich sage, wie es mir gefällt, wie ich denke, wie es geschrieben, was ich davon halte, aus der Sicht eines Konsumenten. Und ja, ich muss sagen, das Album, geil, ich werde es mir noch 2-3 Mal anhören, um mir so eine endgültige Meinung zu bilden. Und ich werde es mir auch komplett anhören. Wie gesagt, ich habe jetzt das erste Mal reingehört, ich habe ja super viel übersprungen und super viel halt nicht gehört. Aber ich muss sagen, das Ding... Top. Ich freue mich, dass ich es mir angehört habe. Ich habe das Ding ja schon ein paar Tage hier liegen. Wollte das Video auch eigentlich schon vorher machen, aber hatte ein paar medizinische Probleme, weswegen ich das Video nicht vorher machen konnte, leider. Was haltet ihr von der Band? Lasst der Band über Likes da. Klickt rein. Wie gesagt, habe ich ja eben schon mal drüber geredet. Und was soll ich noch sagen, außer habt einen wunderschönen Tag.